Ambulanz anzukündigen, die aus René, Lilly und Rashid besteht. Und wir werden heute die Weltpremiere einer neuen Performance sehen. Das handelt sich dabei um einen fiktiven Dialog mit, jetzt französisch, Achtung, France Bloch Sérazin, einer in Hamburg ermordeten Widerstandskämpferin. Und wenn ihr euch selbst sozusagen auch ein bisschen als Antikriegsambulanz beteiligen wollt, dann kann ich nur dazu auffordern, dass es da hinten in der Ecke noch einen Tisch der Volksinitiative zum Stopp der Rüstungsexporte über den Hamburger Hafen gibt. Da könnt ihr alle unterschreiben. Und damit würde ich dann aber auch gleich schon an die Antikriegsambulanz übergeben. Wunderbar, danke Lene. Wunderbar. Sind eine kleine, sagen wir mal, eine Kleinkunstgruppe, so aus ein paar Leuten, die eben jedes Jahr mal so ein kleines, was Kleines inszeniert und bei kleinen Veranstaltungen ganz klein auftritt. Ja, um was geht es heute? Lena hat es schon angedeutet. Es war 1950, da hat die französische Regierung eine Kommission nach Hamburg geschickt, um die sterblichen Überreste einer in Hamburg hingerichteten Widerstandskämpferin in die Heimat zurückzuholen. Die sterblichen Überreste, also die Asche, war damals auf dem Friedhof Ohlsdorf beigesetzt und seitdem fehlt eben das Andenken an France Bloch Sérazin dort. Und deshalb haben wir vor einem halben Jahr vorgeschlagen, eine Ersatztafel auf dem Friedhof Ohlsdorf für France Bloch Sérazin zu errichten. Der Garten der Frauen ist sofort auf die Idee aufgesprungen und hat eine in Auftrag gegeben. Diese Tafel wird nächsten Sonntag bei unserer Radtour über den Friedhof Ohlsdorf übergeben. Wen das interessiert, diese Radtour, kann sich informieren auf der Seite grünersaal.de, also grüner Saal in einem Wort. Da kann man sich noch bei der Radtour per E-Mail anmelden. So, dieses Stück, was wir heute vorbereitet haben, Lene sagte schon, das ist Premiere, beruht auf Fakten, wir haben da nichts erfunden. Nur die Form unserer Darbietung ist halt fiktiv, also erfunden. Und deshalb sage ich jetzt mal, Vorhang auf, Bühne frei. France, sag mal, als im Mai 1940 die Nazis Frankreich, deine Heimat, besetzt haben, hat sich das Land der Franzosen, das so stolz auf seine Geschichte war und seine Revolution, das so stolz auf die Grundsätze von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, stolz auf seine Kultur und aus seine bewährten Generäle aus dem Ersten Weltkrieg. Da hat sich das Land doch sicher wie ein Mann gegen die Besetzer erhoben. Weit gefehlt, Rashid. Das wäre schön gewesen, aber so war es nicht. Ich sag dir was. Als 1933 in Deutschland Hitler an die Macht kam, war ich 20 und in Paris tobte das Leben. Hast wohl kaum an Politik gedacht, was? Ich war jung und wollte alles mal ausprobieren. Ich habe Klavierspielen gelernt, viel gelesen, viel gewandert. Auch gezeichnet habe ich. Ich hatte eine Lieblingskatze und einen Lieblingscousin. Jean-Louis hieß er. Und drei Geschwister hatte ich auch. Es war immer was los. Glaube ich dir. Deine Eltern kamen aus intellektuellen jüdischen Familien. Deine Mutter aus der Normandie. Dein Vater aus Paris. Beide waren politisch aktiv. Dein Vater war ein bekannter Journalist. Bei euch gingen die Leute ein und aus. Wie ich erfahren habe... Jo, jetzt fällt's hier überall. Konntest du schon mit 4 lesen und schreiben? Später in der Schule hast du keine Probleme mit Latein, mit Philosophie und Mathe gehabt. Das Lernen hat dir eben Spaß gemacht. Darf man wissen, was für Bücher du gelesen hast? Stendhal und Hegel, Goethe und natürlich Karl Marx. Wir, mein Bruder Michel und ich, haben über die Bücher gesprochen. Da waren wir beide in den Pyrenäen wandern, weißt du? Umsonst? Du hast auch in Paris Mathe und Chemie studiert. Schon Mitte 34 hast du dein Staatsexamen gemacht und wurdest im Chemischen Institut vom Professor Marquis angenommen. Was für ein Staat! Mann, man sagt,
Du hättest in der Forschung äußerst schwierige wissenschaftliche Aufgaben bewältigt. Du warst erfolgreich. Ja, aber ich sah ja ringsum auch, was im Lande vor sich ging. Frankreich krankte an der Krise. Das Land war tief gespalten. Wie in anderen Ländern Europas gab es auch hier starke faschistische Gruppen. Vielleicht nicht ganz so stark wie in Deutschland, aber für einen Putschversuch 1934 hat es gereicht. Hast dich langsam für Politik interessiert, hm? Wer nicht ganz blind und taub war, hat ja mitbekommen, wie in Deutschland Gewerkschaften vor Hitler in die Knie gegangen waren und wie schnell dort Arbeiterparteien ausgeschaltet wurden. Du willst es ganz genau wissen, was? Hier begannen die Zeitungen allmählich, den Hitler zu loben. Sie schrieben, mit welcher Entschlossenheit er die Probleme in Angriff nahm. Das imponierte doch vielen Franzosen. Deshalb hatte Vater in Paris den Schriftstellerkongress zur Verteidigung der Kultur organisiert. Dort kamen viele Frauen und Männer zu Wort, die vor Hitler geflohen waren und die Wahrheit über den Terror in Deutschland berichten konnten. Ah, aber Frankreich war doch das Geburtsland der Demokratie. Da konnte doch so etwas nicht passieren, oder? Na, sagen wir es mal so. Wenn es der Wirtschaft im Kapitalismus gut geht, dann geht es auch der Demokratie gut. Ich weiß, die Volksfrontregierung unter Präsident Blum scheiterte mit ihren Reformen, weil die Reichen ihr Geld in die Schweiz schafften, statt es zu investieren. Die Wirtschaft kam also nicht in Gang. Auch außenpolitisch hatte die Regierung Blum versagt. Als Franco in Spanien 36 putschte, hat sie der rechtmäßigen Regierung dort nicht geholfen. Ha, Nichteinmischung nannte sie das auch noch wie zum Hohn. Echt krank. Vater gab ab 1937 mit Louis Aragon eine antifaschistische Zeitung heraus. Aber es half nicht. Der Faschismus wurde immer stärker. 1938 ließ die französische Regierung beim Münchner Abkommen die Tschechen im Stich. Wieder so ein Sieg Hitlers. Und eure Polizei. Bei einer Kundgebung von Rechtsextremen in Paris schoss die Polizei auf die Gegendemonstranten. 6 Tote. Und das unter Blum. Du bist ja Mitglied der Kommunistischen Partei Frankreichs geworden. Sag mal, gab's da einen besonderen Anlass für? Da fragst du noch. Erst kam die Volksfront, im selben Jahr noch der Spanienkrieg. Dann das Münchner Abkommen. Was konnte man denn da tun? Konnte man etwas tun? Ich habe diese Frage immer mit Ja beantwortet. Hörst du? Immer. Man musste sich denen anschließen, die gegen diese Entwicklung etwas unternommen haben. Ja. Als in Spanien der Bürgerkrieg ausbrach, bist du sofort mit deiner Schwester Claude hingefahren und hast den vielen Waisenkindern in Madrid helfen wollen. Aber ihr konntet nicht wirklich helfen. Die Not war einfach zu groß. Also seid ihr zurückgekommen, um in Paris aus Spenden Spenden für ein Kinderheim zu sammeln. Genau so war es. Dann habe ich in der Partei Fredo kennengelernt. Er war so süß. Er war Metallarbeiter. Er war in der Gewerkschaft aktiv. Wir waren ein tolles Gespann. Er der Arbeiter und ich die jüdische Intellektuelle. Im Mai 38 haben wir geheiratet. Na, lange konntet ihr euer Glück nicht genießen. Im August wurde die Zeitung deines Vaters verboten. Im September überfiel Hitler Polen. Was ihr damals noch nicht wusstet, mit dem Überfall auf Polen hatte der Zweite Weltkrieg begonnen. Bekanntlich ist Frankreich aber seinen Bündnisverpflichtungen gar nicht nachgekommen und ließ nun auch noch Polen im Stich. Die Regierung erklärte zwar Hitler den Krieg, aber das war's dann auch schon. Kurz darauf wurde deine Partei verboten. Tausende eurer Genossinnen und Genossen wurden verhaftet. Alles ging so schnell. Im Januar 1940 kam unser Kind zur Welt. Roland haben wir den Kleinen genannt. 2 Wochen nach Rolands Geburt wurde Fredo verhaftet. Noch im selben Jahr besetzte die Wehrmacht das so stolze Frankreich. Kam jetzt der Volksaufstand gegen die neuen Herren? Nein, ich weiß, was du denkst. Ja, als 36 die Volksfrontregierung gewählt war,
gab es überall im Land eine riesige Begeisterung. Millionen Menschen haben auf den Straßen gefeiert und getanzt vor Freude. Es war unbeschreiblich. Ich dachte wirklich immer, in Frankreich war die Stimmung damals irgendwie links und antifaschistisch. Das mit dem Wahlsieg war nur die halbe Wahrheit. 5 Millionen Menschen haben zwar die Volksfront gewählt, aber auch die Rechten hatten 4 Millionen Stimmen. Die Zeitungen der Rechten hatten Millionenauflagen. Weißt du, was Verschwörungserzählungen sind? Ja klar, was bitte? Unser Präsident Blum war Jude und die Presse der Rechten behauptete, er hieße in Wahrheit Karl Funkelstein. Karl Funkelstein! Lauter solche Gerüchte haben sie verbreitet. Es gab so viel Hass, so viele unsinnige Gerüchte und Beleidigungen. Irgendwie kommt mir das ganz schön bekannt vor. Ja, die Methoden sind immer dieselben. Und dann haben sie behauptet, Blum stamme eigentlich aus Moldawien und hätte ein riesiges Vermögen, ein Berg von Diamanten. Krass, diese Lügen. Ach, Franz, wenn du nur wüsstest. Dann schlug Blum vor, die Geschäfte der Reichen und Superreichen zu kontrollieren und zu besteuern. Was sagten nun unsere Patrioten zu solchen Plänen? Lieber Hitler als die Volksfront, sagten sie. Und wenn sie es nicht sagten, dann dachten sie es. Wie hat denn Blum darauf reagiert? Soweit ich weiß, fanden diese Pläne keine Mehrheit. Richtig, er trat zurück. Von da an war es nicht mehr weit bis zum Hitler-Stalin-Pakt, worauf meine Partei verboten wurde. Tausende Genossinnen und Genossen wurden verhaftet. 26 kommunistische Abgeordnete wurden von einem Militärgericht zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt. Man warf ihnen Verrat vor. Das war die Rache der Reichen, sage ich dir. Aber viele Genossen sind auch aus der Partei ausgetreten, weil sie meinten, Stalin hat uns verraten. Es kam noch weit schlimmer, lieber Rashid. Hitler marschierte 1940 in Frankreich ein. Er hat eure stolze Armee einfach überrannt. Da ihr Juden wart, musstet ihr aus Paris raus. Dein Institut schickte dich nach Bordeaux, um die wissenschaftlichen Labore aufzulösen. Mit Hollande kamst du dort bei einer Freundin unter. Schwierige Wochen für dich. Aber dann, als du in Paris zurück warst, bot man dir an, im Institut bei Forschungsprojekten einzusteigen, denn man schätzte dort deine Arbeit sehr. Da aber von diesen Forschungen nur die Deutschen profitiert hätten, hast du selbstverständlich abgelehnt. Also gabst du notgedrungen Nachhilfeunterricht. Dafür musstest du in Paris von einem zum anderen Ende der Stadt fahren. Viel, viel Aufwand für sehr wenig Geld. Genau so war es, Rashid. Nach dem, was du so erzählst, waren die Rechten nicht wirklich böse über den Einmarsch, oder? Sie schrieben ja, die Reform der Volksfrontregierung hätten die Arbeiter verweichlicht und ihren Wehrwillen geschwächt. Sie schoben alle Schuld auf uns. Die Wahrheit war, dass viele unserer Regimenter in den Kasernen geblieben sind, als die Wehrmacht kam. Weil auch unsere Generäle dachten, lieber Hitler als die Volksfront. Gab es denn keinen Widerstand gegen die Besatzungsmacht, gegen die Gestapo und die Wehrmacht? Doch, natürlich gab es den. Was hast du denn gedacht? Im gemeinsamen Aufruf der Widerstandsgruppen hieß es, niemals wird ein so großes Volk wie das unsere ein Volk von Sklaven werden. Aber der Widerstand war ja doppelt gefährlich für dich, als Jüdin und Kommunistin. Und du hattest ein Kind. Ich konnte nicht anders. Alles andere wäre Verrat gewesen. Im Keller haben wir die Flugblätter hergestellt. Dafür musste man einen Vervielfältigungsapparat besorgen. Auch Papier, Tinte, Matrizen, alles musste her. Und immer diese Angst im Nacken, gesehen zu werden. Denn es gab ja auch in Paris viele Spitzel und feige Nachbarn, die einen anzeigten. Nachts, wenn Roland schlief, habe ich mit meinen Genossen die Flugblätter an die Hauswände geklebt. Ganz umsonst war das alles nicht. Das stimmt. Im Herbst kam es auf den Champs-Élysées zur ersten großen Demo von Schülerinnen, Schülern und Studierenden. Aber dann begann auch schon die Deportation der Juden. Deine Eltern mussten im Frühjahr 1941 Frankreich verlassen. Dein Vater bekam in Moskau eine Arbeit beim französischen Auslandssender. Als dann im Juni Hitler die Sowjetunion überfiel,
nahm ja auch in Frankreich der Widerstand endlich zu. Im Oktober war es bei diesen Aktionen der Resistance zweimal passiert, dass auch mal ein Deutscher umgekommen war. Aus Rache hat die Gestapo in beiden Fällen 50 Menschen als Geiseln genommen und sie erschießen lassen. Ja, jetzt gingen auch vielen Leuten die Augen auf, die vorher nur zugeschaut hatten. Die Stimmung schlug um. Jetzt mussten Waffen und Sprengstoff her. Die Partei wusste, dass ich Chemikerin war. Also wurde ich in die illegale Parteigruppe aufgenommen, die das beschaffen sollte. In der Wohnung eines Genossen richtete ich ein Labor ein. Ha, du bist verrückt. Und weiter? Was und? Da habe ich so gut ich konnte Bomben, Sprengstoff und Zündschnüre hergestellt. Die Genossen von der Resistance haben damit Einrichtungen in die Luft gejagt, die für die Deutschen wichtig waren. Was glaubst du denn? Ja, ich weiß, ich weiß. Einmal hast du eine Giftmischung gemacht. Damit wurden in der Normandie 80 Pferde vergiftet, die die Besatzungsbehörde in Beschlag genommen hatte. Dann habt ihr Bahngleise gesprengt, Telefonleitungen lahmgelegt, Munitionslager überfallen und etliche solcher Aktionen. Ein andermal habe ich den Genossen Dynamit geliefert. Das waren 3 Pakete, die ich mit einer Zündschnur verbunden hatte. Weißt du, Zündschnüre herzustellen war sehr schwierig. Sie mussten ja auch bei Wind und Wetter brennen. Doch es klappte. Die Genossen konnten damit einen Hochspannungsmast sprengen, der die Städte mit Strom versorgte. Sehr gut. Was ist eigentlich mit Fredo passiert? Er war doch nach der Verhaftung in ein Internierungslager gekommen. Dort habe ich Fredo am 13. Mai 1942 besucht. Ich wollte 3 Tage später noch einmal hin. Er wollte doch unbedingt das Kind sehen. Doch dazu kam es nicht mehr. Doch bevor Franz mit dem Kind ihre Wohnung verlassen will, um Fredo aufzusuchen, dringt die Polizei in das Haus ein und verhaftet Franz. Franz ruft die Haushälterin, küsst Roland auf die Stirn und übergibt der Frau das Baby. Die Polizei fand daraufhin 200 Kilogramm Dynamit und anderen Sprengstoff. Dann Waffen aller Art, darunter Gewehre, eine Pistole, Granaten und sogar alte Dolche. Oftmals Dinge, welche die Arbeiter aus den Kanälen geborgen hatten, damit sie für die Resistance repariert werden sollten. Am 30. September 1942 wird Franz Bloch-Sarrazin in Paris vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. Da in Frankreich Frauen nicht hingerichtet werden durften, überführt man sie nach Hamburg. Hier wird sie im Innenhof des Untersuchungsgefängnisses Heuss-Clacy am 12. Februar 1943 mit dem Fallbeil enthauptet. Auf Fredo wird die Befreiung Frankreichs nicht erleben. Er fällt im Juni 1944 der französischen Miliz in die Hände und wird zu Tode gefoltert. Roland allerdings überlebt den Krieg. Er ist letztes Jahr im November im Alter von 80 Jahren verstorben. Am Tag ihrer Hinrichtung schreibt Franz einen letzten Brief an Fredo. Wahrscheinlich hat Fredo diesen Brief nie bekommen. Mein Fredo, dieser Brief ist der letzte, den du von mir erhalten wirst. Heute Abend um 9 Uhr werde ich hingerichtet. Ich wurde am 30. September zum Tode verurteilt. Mein Gnadengesuch wurde vom Führer des Dritten Reiches abgelehnt. Ich werde sterben, wie so viele andere, die in diesen Monaten gefallen sind. Du hast mir nur Glück gegeben. Ich war stolz auf dich, stolz auf unsere Vereinigung, stolz auf unsere so tiefe Gemeinsamkeit, stolz auf unseren so sehr geliebten Roland. Ich will keine Rührung aufkommen lassen, Fredo. Du wirst mich verstehen. Ich darf es nicht. Ich sterbe für das, wofür ich gekämpft habe. Und ich sterbe für das, wofür wir gekämpft haben. Und ich habe gekämpft. Du weißt wie ich, dass ich nicht anders handeln konnte, als ich gehandelt habe. Noch am Abend der Hinrichtung wird die Leiche von Franz in das Krematorium Ohlsdorf gebracht. Ihre Asche wird am Rande des Friedhofs zu Bramfeld hin, an der Grabstelle BL 71, Reihe 60, Grab 2, beigesetzt. 1950 lässt die französische Regierung die sterblichen Überreste von Franz Bloch-Sarrazin in das Elsass überführen auf den Ehrenfriedhof
des ehemaligen Konzentrationslagers Natzweiler-Struthof. Es wirkte mit Lili Mundt als France Bloch Sarrazin. Rashid Nesaudi als Rashid. Und René Zelenko, der auch das Skript geschrieben hat.